Hallo aus Port de Ferrière. Wieder mal mit dem Motorrad nach Port de Ferrière gefahren. Hab euch da auch ein Video gemacht. Und zwar nicht durch den Tunnel, sondern über die Berge. Also gefahren mit dem Motorrad die Strecke über die Berge und nicht durch den Tunnel. Und ja, das Video habt ihr vielleicht schon gesehen. Das habe ich vorhin drauf gemacht. Bin heute am Sonntag hier in Port de Ferrière. Und ja, nachdem ich das Video mit dem Motorrad gemacht habe, nehme ich euch hier mal noch mit ein paar Meter durch Port de Ferrière. Heute Sonntag, September. Um euch mal zu zeigen, wir haben bestes Wetter heute. Obwohl ein bisschen Regen angesagt war, aber wohl eher auf der anderen Seite. Keine Ahnung, ob es halt irgendwo regnet, aber hier ist der Hafen von Port de Ferrière. Allerdings auch hier überrascht, dass in den Restaurants, ja, es ist 16 Uhr, kurz nach 16 Uhr, gar nicht so viel los ist. Habe eigentlich heute ja, sogar etwas mehr Bewegung erwartet. Es ist der Sonntag und da sind normalerweise auch viele Einheimische hier. Aber die Restaurants sind nicht so voll. Gut, Mittagszeit ist vielleicht schon vorbei und Abendessenzeit ist noch nicht. Na, aber trotzdem, schauen wir gleich mal, was am Strand los ist. Oh, schönes Spielzeug. Die Sonne ballert und ich, Idiot, habe natürlich wieder mal vergessen, aus dem Auto die Baseballkappe mitzunehmen. Wieder sehr clever von mir. Sehr, sehr clever von mir. Ja, Strand ist gut besucht. Natürlich auch bestes, allerbestes Strandwetter heute. Aufpassen, dass keine Bahn kommt. Kommt aber gerade keine. Und immer dran denken, wenn er hier kommt, es sind hier keine Pferde erlaubt. Es darf hier nicht geritten werden in Port de Ferrière. Noch nie gesehen, das Schild, aber Reiten verboten. Ja.
einmal ein schöner Blick über die komplette Bucht. Da hinten übrigens, genau auf der anderen Ecke von Port Estrier, da ist immer die etwas ruhigere Ecke, aber auch ein paar ganz nette Restaurants. Also da hinten, wo die weißen Häuser sind vor dem Berg, da sitzen wir ganz gerne öfters, wenn wir, da sitzen wir dann, wenn wir in Port Estrier sind, um was trinken zu gehen, eine Kleinigkeit essen zu gehen, sitzen wir eigentlich mit Sandra immer ganz gern da hinten drin. Das Wasser hier ist meistens etwas wärmer als, oder häufig etwas wärmer als an anderen Ecken Mallorcas. Man sieht ganz hier hinten, wo auch der Leuchtturm ist. Da ist eine Einfahrt für die Boote und im Prinzip ist das wirklich eine kleine, ja, es ist fast eine abgeschlossene Bucht. Das Meer ist nicht ganz offen. Das heißt also, da hinten zum Meer ist klein, dadurch ist der Wasseraustausch nicht so groß, es ist relativ flach. Dadurch ist das Wasser hier oben immer etwas wärmer als in vielen anderen Ecken auf Mallorca. Man sieht auch die Leute hier viel länger baden und auch schon früher baden als woanders. Auch was, was ich schon immer mal probieren wollte. Und irgendwie habe ich es auch noch nie gemacht, Stand-Up-Paddling. Hier oben kann man mieten, wenn man in Port Estrier ist und Stand-Up-Paddling ausprobieren möchte. Da ist auch ein Vermieter. Ich möchte es schon seit Jahren machen und habe es irgendwie noch nie geschafft, es mal zu probieren. Naja, so ist das halt. Man nimmt sich immer viel vor und machen tut man es dann doch nicht. Hotel. Port Estrier direkt am Meer. Also hier hast du das Meer wirklich nicht weit. Einmal rüber und du bist am Wasser. Hotel Esplendido. Wurden, glaube ich, auch schon mal irgendwelche Filme gedreht. Soweit ich weiß, in dem Hotel hier oben.
Hier sieht man jetzt die Einfahrt in die Bucht und hier kommt der rote Blitz. Der Zug, der von Sawyer, oder die Straßenbahn, die von Sawyer über nach Port de Sawyer fährt. Wobei auch nicht ganz richtig, was ich gerade gesagt habe. Es ist nicht der rote Blitz. Der rote Blitz ist die Bahn, die von... Jetzt muss ich gerade mal schauen. Also es gibt einen roten Blitz. Es gibt zwei Bahnen. Die eine Bahn fährt von Palma durch die Berge nach Sawyer. Und von dort geht eine kleinere Straßenbahn von Sawyer nach Port de Sawyer. Und jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch und muss echt nochmal nachschauen, ob die Bahn von Palma nach Sawyer der rote Blitz heißt oder die Bahn von Sawyer nach Port de Sawyer. Ich glaube, die Bahn von Palma nach Sawyer heißt der rote Blitz. Aber ich schaue es das nächste Mal auf jeden Fall nochmal nach. Und hier sind wir jetzt schon an der anderen Ecke von Port de Sawyer. Jetzt auch nochmal ein Strand. Und nochmal viele kleine Bars, Cafés, Restaurants. Einige Hotels auch direkt am Meer. Wie gesagt, Restaurants, Cafés. Ja, auf der Seite sitzen wir auch mal ganz gern. Und da ist auch wirklich ja, gut los was. Gut los was. Deutsch. Gut was los. Zum Glück bin ich Schwabe, ich kann es immer wieder auf das Schwäbische schieben. Gut was los. In der Vorsaison, Nachsaison ist ja mal wesentlich ruhiger als auf der anderen Seite von Port de Sawyer. Aber jetzt in der Saison ist hier durchaus mehr los als auf der anderen Seite von Port de Sawyer. Ja. So ihr Lieben, damit beende ich auch schon diese paar Minuten, die ich euch hier mitgenommen habe mit diesen Bildern aus Port de Sawyer. Wie immer
Wenn es euch gefallen hat, dann folgt unserem Kanal doch einfach. Dann bekommt ihr auch immer die Infos. Gebt uns den Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, nicht schlimm. Wenn ich so viel gequatscht habe, auch nicht schlimm. Dann einfach nicht folgen und nicht mehr anschauen. Tschüss ihr Lieben, liebe Grüße aus Mallorca, aus Port de Soller. Ciao.